Und ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Let's go. Aber mal noch schnell, ob die heute restlichen 100 Meilen oder so erledigen. Dann mal gucken, was wir da machen. Wollt ihr noch eine weitere Freifahrt machen oder in der Gegend eine schöne Mission finden? Oder so ähnlich. Okay, here we go. Turn left. Oh, Schulbus. Cute. Tja, was ich jetzt gerade, wo ich gerade den roten LKW wieder aus der Ferne gesehen habe, wozu leider noch kein Kommentar gekommen ist, ist irgendwie, dass das LOD-System überarbeitet wurde. Dass die LKWs mal erst so spät aufploppen. Also in der höheren Detailversion. Da scheint sich also wahrscheinlich noch nichts geändert zu haben. Andererseits, vielleicht kommt es ja schon in einen der dann jetzt dann folgenden Versionen, also 1.51, 1.52 oder so. Dass es mit der neuen Engine prinzipiell zwar möglich ist, sie ist aber noch nicht angekündigt haben, weil es halt noch nicht implementiert ist. Kann ja sein. Weil das ist doch regelrecht störend, wenn man da die LKWs immer sieht, wie die einem entgegenkommen und dabei 30 Mal ihr Aussehen ändern. Ah. Ich habe so viele Hoffnungen an diese Engine, die neue. Ich glaube, mindestens die Hälfte davon wird nicht erfüllt werden. Da brauche ich wahrscheinlich wirklich erst einen ETS-3 und einen ATS-2. Das wird mir sowieso. Die Frage, weil ich meine, jetzt gibt es ja aktuell ETS-2 und ATS, in Klammern 1, wo sie aber innerhalb dessen die Versionsnummern irgendwann angeglichen haben, ne? Ne, weil wenn bei ETS-2 die Version 1.50 rauskommt, kommt sie auch bei ATS raus. Also gut, bei ATS kommt es immer etwas früher raus, aber jetzt vom Prinzip her ziehen die beide mal gleich. Und wer weiß, vielleicht machen die es ja auch irgendwann, wenn wirklich irgendwann mal dann, wirklich irgendwann mal ETS3 rauskommt, dass sie dann tatsächlich ATS2 auch überspringen und dann auch einfach direkt sagen, okay, das nächste ATS wird dann auch ATS3. Was? Und ich meine, klar, jetzt könnte man natürlich sagen, Ronny, die werden wohl kaum jetzt ATS oder ETS neu entwickeln, weil das Spiel hat eine viel zu große Grundbasis. So, die werden garantiert nicht das Spiel am Nagel hängen und neues ETS anfangen. Aber müssen sie auch gar nicht. So. Ich meine, ETS2 basiert ja auch auf ETS. In Klammern 1. Das hat sie auch nicht neu entwickelt.
sondern die haben einfach nur das ganze Spiel komplett überarbeitet. Also große Änderung an der Engine vorgenommen. Aber die Spielwelt haben sie ja damals einfach übernommen gehabt, zum Beispiel. Also können sie das natürlich dann auch später noch machen, ne? Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel die gesamte Engine überarbeiten, dann könnte man das ja auch als Anlass dafür nehmen, aus ETS 2 ETS 3 zu machen. Dass sie auch dann einfach die Welt übernehmen, aber den Unterbau komplett überarbeiten. Ich meine, jetzt haben sie wohl, glaube ich, nur die Rendering Engine überarbeitet, also die Grafik Engine quasi, aber nicht die eigentliche Spiele Engine, die ist immer noch die gleiche. Alter, warum war die so langsam? Oh mein Gott. Aber ja, wie gesagt, wenn sie wirklich irgendwann mal wirklich Nägel mit Köpfen machen und wirklich alles über Bord werfen und komplett sagen, okay, jetzt wird einmal Rundumschlag gemacht. Oder zumindest extrem große Änderungen auch an der Engine abseits von der Grafik. Ja, könnte man das als Anlass nehmen, wie gesagt, daraus dann aus ETS 2 den ETS 3 zu machen. Ohne mit der Spielwelt nur von vorne anzufangen. Und Sonnenuntergang. Wir haben bloß noch 60 Meilen vor uns. 26. Also jetzt sogar nur noch 24. Das hier. Roundabout. Da geht's am Strand runter. Alles muss im Wutsch steht. Achso. Die ganze Hausbeleuchtung da vorne sah gerade aus wie Rücklichter von Autos oder allgemein Lichter von Autos. Da ist gerade erst ein Stau.
schon das vorderste offene Ziel. Glaube ich mal. Wow. Wir haben schon mal gerade hier an der Ampel stehen. Let's go. Jetzt noch, bevor die ersten Raten abgezahlt werden, haben wir schon, alle drei Kredite wieder raus. Easy. Warte, der geht wirklich da doch mal. Lol. So eine Biene war am Rücklicht da. Gefällt mir. Ah, ein Auflieger. Oh, ne, da ist die Straße ja auch. Lol. Achso, ich dachte, der kommt jetzt noch auf. Ja, das war ja nicht Ben. Na, verdammt. Oh, gut eingepackt. Easy. So. Ja doch, komm, wir pennen gleich mal eine Runde. Oh, schon wieder eine halbe Mille. Easy, let's go, das kann man schnell. Da kann man die Geweide auch gleich mit zurückzahlen, ja. Wie viel verdienen wir eigentlich mittlerweile? Ja, stimmt. Eine halbe Mille pro Tag. Wow. Ja, ja. So, jetzt mal die Frage, was soll machen wir jetzt eigentlich hier? Wir sind jetzt hier am äußersten Rand, genau. Jetzt halt die Frage, wir können zum einen halt hier nochmal eine Runde zusammenstellen, dass wir hier ein bisschen lang fahren, weil da ist halt alles grau, so. Naja, ist ja klar, weil es hier halt die neuesten Gebiete sind, die drei. Das heißt, da können wir mal gucken, oder wir gucken halt, ob hier in der Richtung eine Mission ist. Frachtmarkt. Aber ich glaube mal nicht, dass wir da irgendwelche sinnvollen Missionen bekommen. Und dann müssen wir eher bei den Trickpreisigen gucken. Naja, nee, komm. Jetzt hätte ich schon keinen Bock mehr. So, dann suchen wir mal eine Mission raus. Wir sagen mal Wegepunkt am Streckenende setzen. So. Bam. Weißt du was? Leg mich am Arsch. Wir gucken am besten gleich mal nach Kameras. Ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier eine Rundtour machen, fick die Henne, wir haben hier eine verpasst. Verdammt. Ja, wir decken einfach mal hier die ganzen Kameras auf. Das heißt, Dankeschön. Also, dann muss das jetzt mal wieder raus hier. Dankeschön. So. Ja.
Wo schickt er mich jetzt eigentlich lang? Der schickt mich erst nach da. Na gut, dann nach da, nach da, dann da. Ah, das ist natürlich relativ unglückliche Strecke. Oh, Alter, hier haben wir ja viel Kamera, Digga, direkt im Lander. Wow, was ist denn da los? Ich bin gerade im Überlegen. Weißt du was, wir fahren doch nochmal hier lang und nehmen die auch gleich mal mit hier. So. Dürfte sich ja jetzt nicht so viel nehmen. Und dann nehmen wir ein bisschen hier immer noch die vier Dinger mit, weil die hier gerade so schön nicht dicht bei dicht sind. Ungefähr so. Digga, was ist das für eine Katastrophe? Das ist doch nicht gesund, Mann. Ey, wow, wir haben es genau 10 Kameras. Lol. Ja, also wir werden wahrscheinlich doch schon ein bisschen anpassenderweise fahren. Also wir fahren erst hier lang, dann da. Dann würde ich doch erstmal die drei hier abschließen und dann nach oben fahren zu den vier. Warum er uns da oben so komisch lang schickt. Achso, ja. Ja, doch, macht Sinn. Bei Streckenführung eben die vier kann man nacheinander abklappern. Und er nutzt das dann gleich, um hier wieder runterzukommen. Hm. Naja. Aber wir sind alles, nahezu alle Strecken, die wir noch nicht gefahren sind. Außer das hier jetzt so. Aber da können wir ja ein bisschen tricksen. Eigentlich können wir. Ach, scheiße. Ach, verdammt. Warum gibt es nur 10 Punkte, die man setzen kann? Gut, das heißt, wenn wir hier fertig sind, müssen wir wieder zurückfahren. Weil hier die ganze Strecke, die kennen wir ja schon. Let's go! Tanken müssen wir nicht. Okay. Andererseits, wenn wir schon mal da sind, obwohl ich komme. Hey, tanken lohnt sich nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch tanken, aber. Nee. Fühle ich aber gar nicht. Aber gerade schon wieder rot, will mich verarschen. So eine Scheiße. Was ein schöner LKW. Was war ein schöner LKW? Schnieke. Hatsune Miku for life, my friend for life. Allgemein, was ein schöner LKW. Hm. Guck doch dieses Prachtexemplar an, ja, ja. Siehst du? Der fährt los und wird einfach stehen. Warum machen diese NPCs das? Das ist so stupid. Gott, 1600 Meilen. Eigentlich könnte man ein bisschen rumrasen, ne? Mal wieder so ein bisschen. Das ist aber eigentlich eine schöne Stelle hier. Natürlich kommt jetzt genau Gegenverkehr. Warum stehen die da alle? Wir haben grün! Verdammte Scheiße!
Achso, halt, da war ich schon die Einfahrt. Ey, was? Wo denn? Wer hat der Erde schon wieder? Alter, ist hier sowieso ganz schön unsauber gemacht. Guckst du da? Da Lücke, hier Lücke. Sehr unsauber. SCS-Software. Ich bin enttäuscht. Verdammt. Wo kommt der Bodenwurz daher? Fühlt das schon mal gut an. Ganz bewölkt. Das ist auch so eine Sache, die mir gerade bei der Brücke auffällt. Aber das wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft nicht ändern. Dass Wasser keine Tiefe hat. Ne? Also ist ja nicht das die Welt irgendwie nach unten geht und dann einfach Wasserschicht drauf ist, die man zum Beispiel transparent machen könnte, sodass man auch ein bisschen reingucken kann, sondern die Welt hält ja wirklich an der Wasserschicht, oh Gott, ja, hält ja wirklich an der Wasserschicht auf. Das Wasser ist also wirklich einfach eine Bodentextur letztendlich. Mit Special Effekten wie halt Reflexion. Dadurch hast du halt dann natürlich auch so eine unschöne Effekte, dass zum Beispiel bei den Brücken die Pfeiler nicht ins Wasser reingehen. Also das ja hier, wow. Ja gut, das hast du gerade schon gesehen. Ne? Das ist halt hier, dass die Füße wirklich direkt an der Wasseroberfläche enden, weil da drunter unter dem Wasser kommt nichts mehr. Ja, du hast zwar hier die Pfeiler, aber das Wasser ist nicht transparent, weil hier drunter nichts mehr kommt. Das heißt, das Wasser ist wirklich einfach eine Textur, die, ja, wo an sich einfach alles endet. Und dadurch, dass das halt nicht transparent ist, kannst du auch nicht durchgucken. Alter, die sieht so sogar aus wie so ein Meer aus Quecksilber. Wow. Ja, wie gesagt, sehr interessante Effekte, die dadurch entstehen. Wie gesagt, du hast dadurch halt natürlich überhaupt keine Art von Transparenz, ne? Und alles wirkt halt auch so wie das Schiff jetzt zum Beispiel. Es wirkt dadurch halt alles immer so abgeschnitten. Naja. Dem ist halt so. Wie gesagt, das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern können. Weil dazu müssen sie wirklich die gesamte Welt überarbeiten. Weil die müssen überall erstmal die Flüsse verändern. Das wird SCS-Software nicht machen. Könnt ihr vergessen. Obwohl, man müsste es ja nicht überall mit einmal machen. Man kann es ja machen, dass man einen Fluss nach dem anderen nach unten setzt, also halt richtig aushöhlt und dann einen Wasserspiegel als transparente Ebene einsetzt. Damit, ja, wie gesagt, muss man nicht alles mit einmal machen.
Ah, vielleicht könntest du das als SCS-Software also doch machen. Zum Beispiel, wenn sie eh dabei ist, die ganze. Ne, gibt es ja haufenweise Reworks, dass Teile der Map immer wieder überarbeitet werden. Und im Rahmen dessen könnte man das vielleicht sogar machen. Ey, der König ist ja bouncy. Wow, das hat ja richtig weh, aber wir haben kaum Schaden bekommen. Warum? Gut, jetzt macht Aua. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, einfach Vollpause zu machen. Dann war's das für die Folge und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.